Heintis Freitag, dem 20. Mai von 2022. Jahr. Und wir haben die Freude und den Vergnügen, verbringen weiter mit unser teuren Chaver, Professor Josif Parason. Danke. Ich lerne eben meint, wir haben geredet mit euch und ihr seid interessiert, wir haben gelebt. Und wie Hidden haben gelebt in Sowjetenfahrbahn, will ich euch kurz erzählen, dem Episode. Wir haben schon geredet, ich habe verteidigt mein PhD in 1973. Aber zugestellt in dem Bauingenieurischen Institut, auf dem Lehrstuhl, was hat gemusst dort noch diskutieren wegen dem, in 1971. Ist gemacht, nur gute anderthalb Jahr, hat man ein bisschen gestupft dort. Der Anführer von dem Lehrstuhl ist gewesen, also nur ganz interessanter Mensch. Ich will sagen, also, er ist ein Litwiner und eben seine Doktoranden, mit welcher er hat gearbeitet, pflegen aushalten sein Charakter, ja. Die Verteidigung ist gewähne formale. Das ist gewähne Posche. No, aber nicht seine, nicht unbedingt Tiden, ja. Nieden ist nicht so viel gewähne, was haben geprüft, diese Verteidigung der PhD in jener Zeitung. Aber eben nicht sein Doktorand, vielleicht er kritisieren oder so. In meinem Fall, ihr versteht, 71 ist gewesen, als wir dann noch eben mal weg von Lite, in der Assistenz. Und ich habe, nur ich will euch erzählen, dass ich habe gerade ein paar Gespräche mit einem vom KGB. Ich weiß nicht, wer, wer hat mir gefunden, meine ich, weiß ich nicht, aber das ist einfach nicht wichtig. Und er hat mit mir geredet, er hat gewusst, ich habe zugestellt in dem Institut. Und dann ist gewesen, dass der erste ganz größere Weg war von Ihnen in Israel. Hat er mit mir geredet, hat, was ist die Stimmung bei Ihnen und so weiter. Nur habe ich ihm gesagt, dass ich nur eine Sache will wegfahren. Ich meine, dass sie kennen, was kennen sie das nicht tun, für was sie nicht erlauben, mal wegfahren. Nun, versteht, er hat mit mir einmal geredet, noch einmal geredet. Und er hat gewählt, dass ich so während des Namens ein Informator bin. Ich habe ihm gesagt, dass das ist nicht mein Fach. Ich habe was zu tun. Also ich will nicht und ich will das nicht tun. Hat er mir noch gesagt, dass er sagt, nun, du willst doch verteidigen dein PhD. Hier habe ich ihm gesagt. Aber nun, fertig. Ein paar Mal ist das gewesen, einmal ist das gewesen in einem Hotel, ein zweites Mal ist das gewesen in einer Diere, ich denke schon nicht so viele Fuß. Aber er hat mir mehr nicht gecheckt. Ich verstehe, ich weiß nicht, für was er hat mir gestoppt die anderthalben Jahre. Aber ich weiß, dass er eine exzentrische Person gewesen. Und für Fremde nicht seine, ist das gewesen allemal nicht kosche. Es kann sein, dass in meinem Fall haben sie bekommen dort in dem Bauingenieurischen Institut, dass man darf mir ein bisschen mattern. Ich weiß nicht. Aber es kann sein, dass das ist gewesen seine Initiative. Ja? Nun ist, ihr versteht, wie das ist gewesen. Ich bin doch nicht gewesen, als ein Mensch, was ich habe zugestellt in der Arbeit hier, und ich habe gemeint, dass kein Alz ist bei mir dort ein Glänzen. Allemal kämen Gefühle, etwas was. Aber versteht er vielleicht mit mir reden, also das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber also ich will fragen, was ist nicht gut, ich will durchgucken, ich will ändern und so weiter. Ist vielleicht einmal nicht gerne,
formulieren deutlich und versteht und schon in ein Jahr herum ist ein paar Mal sich mit dem durchgerät, dort auf dem Lehrstuhl sein gewesen, meine gute Bekannte, ich haben sie gesagt, no, du jetzt mit dem schon, nur weil mehr wie ein Jahr, versteht, und ich weiß nicht, was er wirklich soll ändern, aber sicherlich. Ist, nur es ist vorbei schon anderthalb Jahr. Ist, hat man mir angeklungen, nicht, aber von seinem Lehrstuhl. Und sagt, du weißt, man bestimmt dir durchlassen, komm, du musst kommen. Versteht? Nur ist, bin ich gekommen und dort vielleicht man diskutieren, es ist gewesen zwei Lehrstühle zusammen, dann werden sie zusammenkommen. Und nun, man bestimmt, dass ich ganz schön verteidigt bin. Er hat dem letzten Mal hat er dort herausgestellt, er hat ein bisschen etwas, was bei mir gewesen ist, also nicht kein großer Stickel in meiner Arbeit, wo ich habe vorgelegt eine neue Sache, wie man soll berechnen etwas was. Ja? Hat er vorgestellt seine an andere. Ja, versteht? Nun, das ist so darauf, ja, er sagt, nun ist, dann hat mir bestimmt, dass ich mit meine, das was ich habe mit meinen Prüfungen, will ich probieren, seine Methodik, ich berechnen und vergleichen meine mit sein. Das habe ich gemacht, nur und ich leih sagen, dass es in alles in Ordnung es darf schon sein, am Mittwoch die Sitzung und ich will verteidigen mein PhD. Ich weiß, Sachpapieren dort man gedacht, Gräten dort. Bin ich angelaufen in dem Bauingenieurischen Institut. Und mir trifft der damalige Vice-Rektor für Wissenschaft und sagt, gut, du bist da. Kling, von Moskau werden gedacht, kommen Menschen auf die Sitzung von St. Petersburg, von Leningrad, sagt er, es nicht sein, keine Verteidigung, Mittwoch, sagt er. Der Leiter von Lehrstuhl hat angeschrieben dem Rektor, als steig nicht. Und ich sage, versteht? Nur übermorgen darf das passieren. Und er hat mir noch eine Sache gesagt. Als in dem wissenschaftlichen Rat, was verheert die Arbeit, ist gewesen Rosenblum, ich, der Professor Rosenblum. Hat er mir gesagt, du weißt, du musst mit ihm reden, er soll unbedingt sein auf deinem Mittwoch. Weil, das ist nicht gleich, hat er mir gesagt. Entschuldigung, er hat mir gesagt, warte ab, 12 Versäger gehen mit beim Rektor beide. Nun, dann wird man bestimmen, ist noch 12 Versäger, ist er zurückgegangen zu mir, hat er gewusst, wo ich bin. Und er hat gesagt, alles ist in Ordnung, der Rektor hat ihm gesagt, dass auf dem Lehrstuhl ist dann gehalten, wie viel das Gewehr. Ist er, sagt er, will ich bestimmen, zu sein oder nicht sein, die Verteidigung. Und er hat beschlossen, dass es sein wird. Ich meine, dass nur er ist gewesen, ein bewusster Wissenschaftler im Sowjetverband, ein bisschen in andere Sachen, aber er ist gewesen ein anderer Mensch. Ja, versteht, aber sagt er mir der Weißrechner, als morgen fährt er weg Rosenblum in Druschkenik, in Urlaub, aber du musst mit dem reden, er soll sein auf die Verteidigung. Warum was? Weil ich bin nicht auf eine Verteidigung für die Sitzung und ich will sagen, also wie ihr versteht, nur dort sind 14, 18 Mitglieder von dem Rat hier, aber
alle sind gewähren verschiedene Spezialitäten. Ist nicht alle pflegen verstehen, nur schön als klar. Ist aber Rosenbrücken gewähren die meine Spezialität. Und der Leiter von dem Lehrstuhl ist er gewähren von der Spezialität und noch ab. Ist, wenn es haben geprüft, verteidigen die PhD nicht dem Aspiranten, aber andere, ist die andere Mitglieder vom Rat, ist erfleckt kritikieren, der was hat mir geholfen. Und Rosenblum fleckt allemal anständiger, ehrlicher Mensch und er fleckt das verrichten. Und dann fleckt man schön. Man vielleicht auch muss, man hat nicht die Hand, aber man kommt ein Zettel und dort schreibt man, ich bin einverstanden oder nicht. Ja? Ist dann pflegen die anderen, gucken, wie es vielleicht reden, Rosenblum, weil es ist ja ein normaler, anständiger Mensch. Und eben er pflegt reden, vielleicht sein gut vor die Verteidigung. Hat er mir gesagt, du musst mit dem reden, er soll sein. Ich verstehe, aber nur was kann ich tun? Bin ich, habe ich angeklungen, Rosenblum, er hat mir angenommen bei sich in der Heim. Und er hat mir sein Gesessen mit ihm eine gute Schor. Und er hat mir gefragt, sag noch, ich werde wegen meiner Arbeit. Und er ist geworden interessanter, als er hat. Nur bis dann hat er mit Namen keine Sache nicht gelernt und sich nicht interessiert. Und er hat genommen, das ist doch der Referat. Versteht? Das ist der Referat, was er sagt, kleiner Bichel, kommt da raus für die Verteidigung. Ja? Und das geht schon herum in alle Bibliotheken und die alle Mitglieder von dem Rat, wo ich habe gewusst, verteidigen, pflegen bei Moment das. Hat er mir gesagt, gib mir dein Michala, sagt er. Ich fahre morgen vor euch. Er sagt, dem ersten Mal habe ich bekommen eine Putjofke, das er versteht, nur eine Erlaubnis zu fahren in ein Sanatorium. Und er sagt, ich spiele nicht gut. Sagt er, ich fahre mit der Bahn und ich will allein dann dein Referat. Habe ich gefunden dort, als ich könnte dir helfen und normal referieren, sagt er, will ich kommen. Will ich kommen zurück, ihr versteht? Er ist schon gewesen, da wird mehr als 70 Jahre, er ist gewesen krank. Ich will sagen mehr, das ist gewesen im Februar. Im Februar und im Mai ist er gestorben, in demselben Jahr. Er hat sich Tage gefühlt, nicht gut. Ist da, er ist weggefahren, Dienstag in der Früh. Und Dienstag im Abend hat er mir von Druskelikon geklungen und hat gesagt, als der Bahn kommt, hat er sehr viel, hat er nur sehr versteht? Nun ist nicht ich, aber mein Vater, sein Sohn, hat ihm getroffen. Er sagt, du hast was zu tun, ich will Sachen mit meinem Vater erledigen. Und ich will kurz, da wir dort sehen, Umständen sein Gewehren ungültig, will ich sagen, nicht nur für mich, aber in meinem Fall, meine ich, das, was ich bin gewesen, ist das Hefscher Eich. Und das gehört etwas was von Eindruck auf dem. Ich lege allemal pflegt man die PhD zugreifen für zwei Kandidaten. Ja? Nun ist in meinem Fall ist echt gewesen zwei. Der erste ist gewesen ein anderer, Aortiker, hat schon gearbeitet in dem Bauingenieurischen Institut auf dem Lehrstuhl von Rektor. Und Rektor. Das sind doch öffentliche Sachen, bin ich echt gesessen dort und habe gesagt, verheert, mir ist es gewesen interessant. Das sind gedauert, nicht mehr, ich denke, das ganz gut,
45 Minuten und alle, die Felsen Mann sind dort gewesen und alle gesagt, alles ist gut. Nachdem ist mein Reihe gekommen, ist das gewesen drei Schuhe. Aber ich muss euch sagen, ich habe schon erzählt, dass nur mit den Fermes haben sich vernommen, in Leningrad, der Projektinstitut Nummer 1. Von dort sind gewesen zwei Menschen da viele gekommen. Leiter, Leiter von dem Departement und der Hauptkonstruktor von dort. Das sind nur nicht poschete Menschen hier. Von dem Institut von Moskau sind eigentlich nicht wenig Menschen. Und noch dort man darf, dass zwei Opponenten sind physische Menschen. Und noch hat man gedacht, das soll sein, eine von den Opponenten eine Organisation, aber ernste. Das gewesen ein anderes Projekt im Projektanteninstitut von Moskau. Und von dort ein sehr gewesener Mensch. Ist nur, ihr versteht, der Leiter von jenem, von dem Lehrstuhl, er hat gerät, er hat nicht gesagt, dass alles ist schlecht, scheinbar, weil es geht die Verteidigung, aber er hat mir hat nicht gesagt, dass dort nicht so gute Sachen. Ich das ist nicht keine Berühmung damit. Ich will sagen, als eine Konstruktion, 18 Meter die Länge, das mit hunderter Instrumenten geprüfte, das ist gewesen unikal, meine ich, in die Weltpraktika, viele, in unserem Gebiet. Ich wollte sagen noch mehr, als was jetzt, in die Zeiten, ist, als ein Mensch ist, will bekommen, ein Professor, bei uns ist doch schon nicht auch kein, das ist gewesen ein Kandidat und nachdem ist ein Doktor, ja? Alle sind jetzt Doktorin und man bekommt einen Professor, eben du hast 15 Publikationen in bestimmten Journalen. Ich mit meiner die Kandidaten habe ich gehabt 18 Publikationen, nur es ist vorbei, nicht wenig Zeit. Aber ich habe dann gehabt und mit einer, mit zwei vielleicht man verteidigen die PhD und keine Probleme. Das ist gewesen an der Serie und wie es gewesen bei mir, 13-1. 13 untergeschrieben, alles ist gut. Und einer hat gesagt, nein, nur schlecht. Ist das ein gut, sehr guter Resultat. Aber das hat mir gekostet. Ich leih noch ein bisschen, als ihr sollt verstehen, was für ein Elend das ist gewesen dann. Und der Leiter von dem Lehrstuhl, ihr versteht mir vielleicht alle Dokumenten noch dem, das ist noch nicht das Ende, über die Verteidigung auf dem, auf die Sitzung. Die alle Dokumenten sind gegangen in Moskau. Und dort eine gewisse zentrale Attestatione Commissione ist gewesen dort. Und von dort, als die Dokumenten sind schon weg, wartest du, einmal etliche Monate, einmal ein halbes Jahr, einmal ein Jahr, bis bei dir kommt die Karte und dort nicht geschrieben, es ist schön gut, zugestimmt dort oder nicht. Ist ihr versteht, schon in September, nein, schon in Oktober, ist zufällig, haben wir uns getroffen und mit dem erschienenen Akademik da bei uns, bei dem Bauministerium, nicht inmitten auf dem Gas. Hat er mir abgestellt, wie ein guter meiner habe, und er sagt, ja, du weißt, ich guck noch, wie deine Arbeit geht dort in Moskau. Ihr versteht, er sagt, meiner guter habe, guckt noch. Ist, für was hat er gekämpft, das dann?
weil er alle gewusst, dass er es zwischen die, was Take einmal nimmt, Anteil in die Sachen, wie ein schwarzer Opponent, das gerufen Schwarze. Das heißt, dass dort gibt man noch einen Opponent und von dem warten einen guten Abruf, das ist. Ich sagte, was ich du verstehst noch, nach Urlaub haben sie noch keine Sitzung nicht gehabt, sagt er. Und da würde ich gedenke nicht genau, aber zu demselben Tag wie bin ich gekommen in der Heim, oder auf morgen, und ich finde die Kartel in Basir, also alles ist in Ordnung. Das heißt, es ist ein gewähnt die Sitzung. Zu was hat er das gedacht? No, das ist das eine, und das ist doch nicht kein poscheter Mensch, verstehe. Und er ist nicht gewesen kein Jod, aber ein Charakter ist bei ihm gewesen. No, ich meine, also, wegen das Leben in den sowjetischen Zeiten, ist der Episode mit Namen Efscher interessant. Ich habe gemeint, dass Efscher ist das wichtig. Der Zeil noch etwas, wenn man kennt, das sein interessant. Jetzt will ich sagen, ich verstehe, was der von KGB über Wald gewinnen wollte. Er kennt das machen in Moskau noch ich. Aber er versteht, in Sowjetverband ist gewinnen ein größeres Land. Und nicht alle Mal vielleicht das alles passieren, was man vielleicht schrecken oder man was vielleicht reden. Ich sagte, was mit mir ist gewinnen, das Azaza. Jetzt. Will ich sagen, dass nur in dem Postbildungsinstitut, das ich habe gearbeitet, von 75. Jahr, habe ich geschrieben, dass sehr viel Lehrbücher und ich auf Russisch, ich auf Litwisch. No, das ist gewesen, schwere Arbeit, kein Lehrbücher, wenn ich gewesen vor dem. Hat man gemusst, etwas schreiben, habe ich geschrieben und das ist dort, als eine Bichalach und noch eben später, was ich habe gearbeitet schon in der Technischen Universität, ist bei mir mehr wie 20. Das ist echt noch. Ich will jetzt, wir haben schon geredet, wegen 92. Jahr mit euch, wenn ich habe, noch im Februar hat man vermacht, die Weiterbildung dem Institut schon gewesen, Akademie, und doch ist nicht gewesen in Litauen kein Raten verteidigen die Herren. Doktor von technischer Wissenschaft, ob ich, das ist gewesen, ihr versteht, was habe ich dazu getragen? Zwei Wörter werde ich verschreiben wegen den Sorgen. Ich habe euch erzählt, dass ich habe gearbeitet in die Laboratorie, ist vielleicht mir herumfahren auf die Baustelle, Havarie oder Poschet ist da verschiedene Fragen, vielleicht müssen wir damit vernehmen. Und was habe ich gesehen? Ich habe gesagt, dass wir haben das Gebäude dann mit den typischen Konstruktionen. Das heißt, dass die Konstruktion ist schon geprüft und hundertmal genutzt geworden, aber es vielleicht passieren, aber es ist. Vielleicht ich sehe, dass er sagt, ihr versteht, Bäuerei ist doch nicht keine Apothekerei. Ja? Bäuerei ist eine ganz grobe, würde ich sagen, Technologie. Aber nur viele in der sowjetischen Zeit, für die typische Konstruktion von Eisenbeton, vielleicht jede Konstruktion haben wir einen Standard auf ganz Sowjetenfarbe. Und in dem Standard vielleicht sein auf jeder Seite geschrieben, dasselbe du hast, sag nicht dem Standard, du kommst zu einem Mischbett und du kannst haben Zorns. Das ist gewesen von der Paradoxen, ich in Sowjetenfarbe.
Ich verstehe, die Normen, die Standarden sind gewähnt sehr, von sehr hoher Qualität. Weil damit haben sich vernommen, große Projektinstituten und wissenschaftliche Instituten. Und es ist gewähnt eine Armee von Wissenschaftlern, welche haben das getan. Ihr versteht, die Normen sind gewähnt super. Aber, wie das ist nicht nur, ich meine, in Sowjetverband, es ist da verschiedene Gesetze, und die Gesetze sind da, aber das Leben geht nicht allemal die Gesetze. Ja? Ist das eh gewesen mit der Bäuerei? Die Normen sind gewesen glänzend dicke und dicke gute. Aber versteht, die typische Konstruktion, man muss doch fabrikieren, sie haben verschiedene Alleingen, Breite, Grobkeit, Grobkeit, ja. Und das kann man nicht machen wie in Apotheke. Nur das legt man machen und die Standarten, die Toleranzen sind gewählt. Aber eben streng sehr gucken auf dem. Hat man ist kein Mal, hat viele mit die Parameters, hat man gekannt, sagen, dass ich brauche. Man kann nicht benutzen, weil man vielleicht nicht kennen, produzieren, also die Toleranzen sein, also wie dort ist geschrieben. Und als vielleicht bekommen eine Avarie, versteht? Und dann geht der Montage von den Elementen, versteht? Das sind auch zufällig kommen eine Wegstellung, Punkt, dem Element, dort, wo das ist in Zeichnung, versteht? Dort nicht Toleranz. Ist von meiner Praktik, habe ich genommen für das Problem. In den Normen ist gewährt. Als vorgesehene Sachen, man hat nicht gewusst, mit gehabt, kein Prüfung gehabt, hat man doch nicht gemacht auf dem. Ist gewesen, in den Normen geschrieben, als auf die alle Sachen, nur ist 20 mm, nimmst du das nicht auf einer Ort steht, oder der Element, oder jener Element, und, so. Und das ist gewesen, öfter gut. Habe ich gesagt, vernommen damit, weil ich habe gesehen, also in alle Fällen, wenn es vielleicht passiert eine Avarie, ist das kriegt alles, versteht? Aber du klärst, du rechnest und du siehst, dass nicht der Fall ist das bekommen, die Avarie. Ist das heißt, als die Normen, so wie sich vertragt, welche bestimmt die Toleranzen, haben kein Scheiches nicht mit den Berechnungen und mit das, was kommt, was später, wenn man kontrolliert, wie man stellt und so. Aber ich habe es damit vernommen und mit Kollegen, mit meinen, hat mir geholfen, sind wir auch umgefahren auf die Bäuplätze und wir haben gemossen. Ihr versteht, die Elementen, wie man stellt sie weg in die Häuser. Und es ist gewesen mehr als 15.000 Parameter bei mir dort. Und dort, damit habe ich das habe ich ausgeforscht und ich habe ausgearbeitet eine Methodik, wie man darf das berechnen. Ihr versteht? Ist das gewesen mein Aufgabe? Aber das ist doch schon gewesen, die Perestroika. Und nachdem ist geendigt der Sowjetenverband. Und ich habe im 92. Jahr, wie ich habe schon erzählt, Herr Heibert hat mich herausgelassen von dem Institut, er soll verendigen mein Doktor. Und was dem vermacht, ist in dem 92. Jahr bin ich gesessen und ich habe gesagt, vernommen mit meinem, ich weiß nicht, wie man sagt, in Russisch ist da so ein äußerlicher guter, durin storbei, das heißt wieder Jod mit die Torbe.
Aber ich sag, mit Pronomen mit mein, ich will sagen, da wird in 92, in 91, in 92, ja, sie doch alt, wir sind alles von Sowjetenverband. Als alle Stelle, die alles ist zu neu gefallen. Ist nur Menschen haben mehr agiert und mehr getracht wegen anderer Sachen. Wir arbeiten weiter, wir verdienen etwas was. Und ich habe nicht gekannt, ablassen, das ist mein Problem. Ich habe schon gesagt, nur mit Expertise Pflege sagt man nehmen, aber ich habe nicht gehabt, keine Arbeit. Ich habe gehört, Vortrag mit, es ist gewesen, in Sowjetenverband ist noch gewesen, also Verlag Streu ist da. Das heißt, also alles, was es beschreibt in Verbauwesen, ja, für die Bäuerei, nur vielleicht auch auslösen. Verschiedene, nicht nur Lehrbücher, aber Monographien und so weiter. Is der damalige Weißminister von Boy hat mir geholfen, hat gemusst mit sie sagen, sie bezogen, Vater. Kein Geld habe ich nicht gehabt. Hat er mir hat gefunden, verschiedene Fabriken, verschiedene Firmen. Nun hat untergeschrieben, ich bin ich gesessen, ich habe nicht gemeint, dass ich keinen verteidigen dem Doktorat. Sie sind nicht gewähnt, wo. Als wir das kennen, wir kennen vor allem Moskau, habe ich euch nicht, ich bin nicht euch sicher nicht. Aber ich geschrieben habe ich. Ich habe geschrieben dem Buch, aber als es sich zu fallen, der Sowjetenverband, haben sie angeschrieben, als Papier ist, teuer, Sach und dann was. Und man hat schon gedacht, haben eine Sache mehr Geld. Und die, was haben gesagt, dass sie wollen geben, haben sie schon nicht gehabt, kein Geld. Da bei uns. Ihr versteht, das ist echt zu fahren. Nur hab ich bin ich gesessen und ich hab gewusst, denken, was die meine Arbeit. Ich habe gehabt dann einen Hund, einen Pudel. Und er ist 15 Jahre alt gelebt bei mir. Will ich sagen, als ich halte einfach Co-Autor von meiner Dissertation, weil das ist, ich meine, das ist eigentlich bekannt, als vernehmst mit was nicht ist. Kennst du mal absitzen den ganzen Tag und du kennst uns, bekommst auch nicht. Und ist bei mir vielleicht, ich verstehe, ein paar Mal am Tag vielleicht musen mit dem gehen auf den Berg oder, und spazieren. Und ich habe nicht wenig Mal vielleicht herumgehen mit dem. Vielleicht nicht, das lässt doch nicht an. Du gehst darum mit dem Hund und du tragst wegen deinen Sachen. Ist halt ich wie after von meiner Dissertation. Wie geht's denn der Hund? Piff, ganz einfach, ja. Yeah. Aber David, ich muss euch sagen, das ist ein besonderes Thema. Ich bin doch gesessen in der Heim, er vielleicht liegen neben mir, wie sie versteht. Aber was mit Kindern, wir arbeiten mit ihnen, wir erziehen, wir sehen, wir lernen sie, also es muss einer sein und noch eine. Aber der Hund, er ist gewesen, er sei edel und er sei klug. Ihr versteht? Und er liegt. Nun liegt er und er schlaft. Ihr versteht? Ist eben, ich stelle sich auf, springt er gleich rum und er geht mir noch. Ich verstehe dich vielleicht trachten, ich muss ein Buch, ich muss ein bisschen was nehmen, ich verstehe. Und er so, vielleicht viele trachten, er schaut ein bisschen später, so schlafen oder ich verstehe, er ist doch allemal gerät mit dir gehen, wo du gehst. Aber du lässt ihn über, hat er kein Verübung. Ich verstehe, du kommst und er treibt dir wie keiner. Bei Hint ist da was, von was ich lerne. Das ist ganz interessant. Ja, yeah, aber das ist eine andere Weise. Ich muss sagen, als was David, ich habe geendigt.
Ich habe geendet, ich habe schon in der Zeit das der Institut dort bezahlt für meine Verteidigung. Und ich gleich sagen, wegen was das ist, oder das ist auf Englisch. Kennt ihr das? Sagen auf Jiddisch, wie das, das ist meine Dissertation für mein Doktorat. Das hat mir, ich habe gesagt, dass mir in der Streus, das hat mir nicht herausgelassen, dem Buch. Ihr versteht? Aber das hat mir schon herausgelassen. Ich bin weg, als ich habe schon bekommen dem Doktorat. Es hat mir eingeladen in dem VGTU, in dem Technischen Universität. Aber sie haben gesagt, ich habe ein Bücherlein bei dem Druck, komme ich bei. Haben sie mir gedruckt. Und das ist der Bücher. Und das ist in Russisch, weil ich habe noch in den sowjetischen Zeiten gesagt, ich bin in Russisch. Und ich habe verteidigt, das arbeite ich in Moskau. Ist das der Referat, Deutsch geschrieben, das ist der Institut, der wissenschaftliche und Projekt- und technologische Institut für Beton und Eisenbeton. Das ist gewesen der Hauptinstitut. Muss ich euch sagen, doch nicht, ich gebe drei schon meine Verteidigung, aber doch nicht gewähren andere drei schon. Dort sind wieder gewähren 14 Mitglieder von dem. Früher in verschiedenen Laboratorien habe ich das gemusst verteidigen und schon auf dem Rat, dem spezifischen Rat von dem. Ich sage, ich gewähren 14 Mann. Aber das gewesen nur eine schöne, edle, interessante, für mich viele Diskussionen. Aber noch die, und die Resultate gewesen, das selber, David. 13-1. Wie dem erstmal. Ja, das ist mein 13. Hat ihr ja auch gesagt, von der vorigen Mutter, am 13. Mai ist das gewesen. Nur, was für mich ist, 13, Gott sei Dank, ganz gut. Ist einer von die, was ist gewesen, ich Mitglied von dem WAG, von der Kommission der Moskau. No, dann ist ich, das schon gewesen Russland, die Sowjetverband, aber die Kommission ist geblieben. Hat er mir gesagt, no, verstehst du, du bist ein Fremder, sagt er. No, ich meine nicht noch Fremder, aber ich bin doch ein Idee, habe ich Vertrag getan, sagt er, Greitzer. Und ich meine, als ich nach 3-4 Monaten rum bin, mit dem Rufen auf die Sitzung. Weil die Doktorin ruft man 40% von 100, ist 40, du mit dir gewiss rufen da. Ist ich gedenke nicht genau in April, dachte ich mir, hat man mir Tage gerufen. Und ich bin dort gekommen. Und dort die Prozedur sei ich, also nicht kein Geschmack gewesen. Doch nicht ich allein bin gewesen, demselben Tag. Ist dort gesessen, sitzen mir alle und mir warten, die Reihe. Ist er versteht, geht er raus auf Haus, weint, geht er raus, nicht alle gehen raus, springen die hier. Ist hat man mir reingerufen und eine Minute 20 hat man mit mir geredet. Und auf vieles ist gewesen, als ein Moment, wenn zwei verschiedene Mitglieder, einer hat sich zu mir gezeppet, also ich habe benutzt eine Methodik, aber er hat gesagt, da sitzt die Schein da an Eier. Ist er sagt, was zeppest du? Er verteidigt doch nicht von das. Hat er die klassische Methodik benutzt und das ist normal. Aber David, gehen vorbei die 20 Minuten und sie sagen, nun geh raus, auf etliche Minuten müssen sie beraten. Ist die etliche Minute, nur 5 oder 10 Minuten wartest du, noch 10 Jahre Arbeit. Und verschiedene und bin ich herein und sie haben gesagt, dass sie haben zugestimmt und als sie sind auch. Ich sage, das ist ja jetzt die aus Dorn in Vilnius. Hat man schon gewahrt, auf dem, also, bis ich schon bekommen habe, dem Diplom, für was? Weil dort kein Rat ist nie gewesen, da bin ich gefahren weiter und es kann sein, dass nicht nur da fahren. Ich habe die Praktik von früher
bin ich da gerne weggefahren. Ich leide sagen mehr, auch viele dem PhD noch mehr. Ist endlich gegangen der mein Haver, no, mit der Litwiner. Und hat schon gearbeitet in dem Bauingenieur, im Bauingenieurischen Institut. Aber verteidigen ist weggefahren in Moskau da. Ihr versteht? Litwiner. Und das ist beim Tag durch ganz, ganz einfach, ganz gut. Yeah. Ist schön, Lita ist gewinnfrei, aber kein Rat ist nicht gewinn vor dem. Und man hat alles geändert. Man doch Litwiner allein sagen, als die Lita ist ein Land von Schwagers. Yeah. Ist sieben kleiben sich zusammen, hat der Komitee, und sieben aber habilitierte. Da hofft man die Kandidaten als Doktorin und die Doktorin sind geworden habilitierte. Kleiben sich zusammen sieben habilitierte und sie bestimmen wegen dem achten. Ist ich gleich so, dass im 92. Jahr, als ich bin gekommen, ich habe verteidigt mein Doktorat. Ich bin nicht gewesen in das Gebiet von Konstruktions. Der vierte, rechnlich von 18. Jahr. Von 18. Jahr ist gewesen der erste Mal, wenn die ist gewesen, geworden selbstständig und ein freies Land. Ja? In die vier Menschen sind den zwei, Rosenblum und ich, und zwei sind gewesen Litwiner. Ich will sagen, dass wir zusammen bis in 2000 hat man zusammen mehr als 10 Nein gemacht. Das ist alles geworden eine Sache einfach. Ja. No, ich will noch jetzt öfter weisen dem Bichl, dass Haid, das bin ich. Und das hat herausgelassen schon der Technischen Universität in 2001. Jahr. Da ist angeschrieben, habilitierte Doktorin. Entschuldigung, nein. Da ist angeschrieben, als das ist meine Publikation und da ist geschrieben als habilitierte Doktorin. Ist war habilitierte Doktorin, als seiner Jubiläum, vielleicht mit der Auslösung, hat er sah Bichalei. Ist in dem 2001. Jahr hat man herausgelassen. Nun ist, ihr versteht, ich habe gearbeitet. Aber ich bin dort nach rein in 1993. Jahr. Bin ich rein nicht auf dem Bäufakultät, aber auf dem Architekturischen Fakultät, weil dort ist gewesen ein Lehrstuhl von Konstruktions für Gebäude. Auf dem Bäufakultät sind nicht gewesen Konstruktor, aber dort sind gewesen nur für Metall, für Beton und Eisenbeton oder so. Und da ist gewesen ein Saarlehrstuhl. Bin ich gekommen, dann bin ich gewesen noch ganz jung, etwa 50 Jahre, ja. Und ich habe gemeint, dass ich habe nicht gehabt keine Arbeit und ich habe das noch nicht gesagt, dass in August, im 92. Jahr, hat mir geklungen, der Weißminister, was hat mir geholfen mit dem Buch dann früher. Er hat mir gut gekannt von früher. Und hat mir vorgestellt, ist gewesen mit dem damaligen Minister in Dänemark. Und sie haben dort gefunden eine Organisation, welche sie gewählt schaffen, ähnliche da in Lita. Was hat passiert dann? Ihr versteht, im 92. Jahr
LYVA in Sowjetverband sind, da gewähren bei uns verschiedene große Instituten für Projektierung, große Baufirmen zum Bauen und so weiter, ist das alles voneinander gefahren geworden und vier Ministerien sind gewähren. Verboten. Ihr versteht? Jetzt schon, ich meine, nach guten 20 Jahren sind die denn doch kein Bauministerium. Und dann ist das gewesen, wie ihr versteht, hat man bestimmt zu schaffen ein Center, welcher soll haben zu tun mit den Projektanten und mit der Bäuerei. Und er soll systematisieren das, die Normen und zu gucken, wie das da bedarf sein. Eine ganz ernste Organisation hat das gemusst sein. Aber, was haben sie gemacht? Sie haben nicht gemacht mit dem Center als eine staatliche Organisation, versteht? Aber sie haben gemacht hier als eine Non-Profit-Organisation. Nur drei Sachen. Und mir das gewesen interessant. Nur ob nicht gehabt, aber ich gar keine Arbeit dann. Versteht? Nur ob ich das. Was ob ich getan habe. Zuerst, ihr versteht, ich bin nicht kein staatlicher, das heißt keine Finanzierung nicht da. Im 92. Jahr. Alle haben nur getracht, wie sich drehen und nicht bankrottieren. Ist von keinem kein Geld bekommen, hat man Tage nicht getan. Ist aber das ist gewesen, das Bauministerium. Ist, vielleicht sie, durch Konkursen, vielleicht ich schaffen, also eine Gruppe von Spezialisten und wir haben dann gemacht ganz eine Sache für die Bäuerei, da bei uns die Elite, die freie Elite. Der erste Gesetz für Bäuerei hat mir das geschrieben. Und die russische Normen hat man gleich gesagt, dass das steigt nicht und man darf sie nicht. Nun sind wir rübergegangen auf Reglementen. Dort ist gewesen, anders hat man gerufen, die Normen. Die erste Normen und wir stammen, ich meine, also im Ganzen schon vor längerer Zeit. Ist die Reglementen sein gewesen, warum 60, 70, ist 40 von sie haben gemacht mehr. Ich pflege das koordinieren, ich weiß echt nicht alles, was tut sich in Bäuer, aber die Menschen, was ich pflege, gefinnen und Ministerium pflege, geben von dem Geld, haben wir das gemacht, nicht wenig. Aber noch in jenem 100 Jahr, in dem 20. 100 Jahr, ist verschwunden die Ministerie. Und ich verstehe, das Center ist geblieben, also ich habe schon gearbeitet in der Technischen Universität. Und dort ist mir gewesen ganz schwerlich. Aber in dem Center habe ich ausgehalten. Ich habe ihn ausgehalten für Expertise für Projekten und für Expertise von Bäuereien. Ja. Ist das gewesen und er existiert noch ein Tag, also er ist da der Center. Und das ist eine besondere Sache mit der Expertise. Das ist sehr interessant für mich gewesen, weil ich habe gearbeitet in dem Technischen Universität, aber ihr versteht, ich habe abgearbeitet auf dem Lehrstuhl zu der Robongeben von der Viertelstaffke, ja, von dort, weil ich habe getracht, ich werde auf, dann will ich gehen lernen, die Studenten. Aber in ein paar Jahren hat man mir gebeten, schon kommen auf ein Fulltime und
mir gesagt hat, du sei der Leiter von dem Lehrstuhl. Nun bin ich gekommen, das ist schon gewesen in 1996, und ich habe abgearbeitet als Leiter von die vier Jahre gewesen die Kadenz, und ich habe gedacht, dass ich gehe weg von dem technischen Institut, das wo besser arbeiten, noch im Zentrum. Aber sie haben mir nicht ausgelassen, nur weil er habilitiert sein Gewehr, aber sie haben gewählt, dass ich soll arbeiten noch. Ist, ihr versteht, dann haben sie allein mir vorgestellt, als ich soll übergehen auf die Boy-Fakultät und dort schaffen an einem Lehrstuhl. An einem Lehrstuhl für Architectural Engineering, nur für Ingenieure und Architekten. Das ist gewesen nein. Nein dann, ich habe ganz nach dem Sache interessiert damit und ich habe gesehen, dass in Fahrt Krieg noch ist in Kóvne, in Kóvne Universität vielleicht meine seine Ausbildung sein gewesen, seine Ingenieure. Aber jetzt ist das noch, ich habe es genommen vor dem, weil ich habe da sehr an das arbeiten, durch die Expertise. Die größten Instituten sind verschwunden geworden. Und in die freie Elite ist geworden, als er Lage, als er Architekt. Nun ist, kann er einer allein Sachen nehmen und machen ein Projekt von was noch du willst. Eben, er will, nun denkt er noch ein Konstrukteur und andere Ingenieure, aber eben, er will nicht. Und er weiß, allein als, ist die ganze Geld bleibt bei ihm. Ist er versteht, ist, ob ich da sehen, als viele Verein für die Cottagen, Poschete Gebäude. Haben wir was zu tun am Gebäude, weil ich verstehe, die Projekte sind gewesen. Ja, sie haben gemeint, die Architekten, sie wissen alles mit dem Konstruktion. Aber das ist doch, Architektur ist das schön oder nicht schön, bequem oder nicht bequem. Aber die ingenieurische Sachen ist eben, du hast einen Fehler, du machst nicht richtig, du kennst das. Zu fahren werden. Das du nicht behalten, früher oder später kriegt das heraus. Und dafür habe ich gesehen, das ist eigentlich nicht gut, habe ich also, das vorgelegt, habe ich betrachtet, dass ich Proben machen, ein Programm, mit welchem wir wollen zugreifen, das ist durch ein Programm, durch dasselbe Programm. Wenn wir zugreifen Spezialisten, welche wir kennen, zugreifen der Architektur und die Gebäude und allein berechnen das alles. Ihr versteht? Dort im Projekt ist da mehr ingenieurische Sachen, ja, Wasser und Abfall und andere, und jetzt Televisie und Computer und so weiter, und Elektrizität. Aber hat die zwei, für die Puschke, wie ich rufe das an, für die Puschke, für das Gebäude, ist eine, das wird sein, ein Spezialist, was es kennen, das machen, wird das sein besser für die Bäuerei insgesamt. Habe ich gesagt, gut. Und in 2000 Jahren hat der Rat von Technischen Universität bestimmt, dass er Lehrstuhl wird man schaffen. Und nun bin ich rübergegangen auf die geblieben dort, bin rübergegangen auf die Boy-Fakultät und ich habe geschaffen als Lehrstuhl. Das ist eigentlich nicht einfach. Weil wir haben doch gehabt in der architektonischen Fakultät, auf welchen ich habe gearbeitet früher auf dem Lehrstuhl. Die Architekten sind gewähnt kennen. Nein, sie dürfen das nicht haben. Und nun ist das Tag gewonnen, dafür hat man das geschaffen, nicht auf der architektonischen Fakultät, auf der
Fakultät, aber die Architekten haben gesagt, dass sie nicht lernen von meinen, sondern die lernen meine Studenten. Nun ist bei mir auf dem Lehrstuhl, habe ich gefunden einen Architekt mit einem und zu Wieslach, Wieslach weiß, haben wir den Lehrstuhl komplettiert. Und nun hat bis 2016 Jahr bin ich gewendet Leiter von dem Lehrstuhl und wir haben zugereicht ungefähr 400 Bakalauren, das ist schon gewendet, wie das ist in Europa, und ungefähr 100 Magistranten. Ist das eine Armee, das ist schon überhaupt, sie arbeiten. Und danke, ich muss euch sagen, es ist gewendet nicht weniger sein, ne? Welche, es ist gewesen schwer bei uns. Sie pflegen müssen zugreifen dem Diplom, sie pflegen lernen und Architektur bekommen und Ingenieurei, aber der Diplom ist auch gewesen als Zweig. Sie mussten von komplizierten Sachfunktionen von einem Gebäude machen die Architektur und berechnen. Ist die, was ganz gut gekannt das machen, sind gewinnt nicht wenig. Nicht wenig. Aber da gehen die, ungefähr wie Rometum, aber bei uns noch ungefähr 50% fliegen herausfallen, nicht endlich. Aber bei uns ist das gewinnt, oder erkennen ganz nicht mit den Ingenieurei, ich kann auch nicht erledigen. Oder in der Architektur ist es schwer. Aber es ist was, und die, was pflegen, dem Niveau, was wir haben gefordert, pflegen, Tage der Griechen, haben geendet, nicht wenig. Und sie arbeiten jetzt. Ich habe dann ausgelassen in die Technische Universität, das ist ein Lehrbuch. Und das ist ein origineller Lehrbuch. Weil ich muss sagen, das ist echt nicht zum Beginn sagt, aber am meisten die Lehrbücher, ihr versteht, es ist zu viel Politik. In den sowjetischen Zeiten sind Lehrbücher gewählt in die Instituten, aber das ist gewählt russische Bücher, auf Russisch, ihr versteht. Im ganzen Sowjetverband ist gewählt ganz genug. Was eine Menschen, was haben gekannt, schreiben Lehrbücher und haben gesagt, lernen. Jetzt sind wir geworden frei. Und es ist gewesen ein interessanter Moment. Ich denke, was durch ein Center. Nur habe ich euch gemusst, nur etwas, was tun, wir sollen schaffen, die Normierung ja, in Litwisch. Ist gewesen als eine super Patrioten, welche haben gesagt, ja, yeah, die sowjetische Waffen mir heraus und wir machen Litwische. Dann sage ich, wer wird das machen? Was heißt, wir machen Litwische? Ihr versteht? Ich habe doch gleich gesagt, als vier Menschen für die ganze Zeit ist gewesen, dass eine, wie ich habe verteidigt und die anderen, das ist gewesen, super patriotisch. Ihr versteht, was hat man gemacht? Am meisten hat man übergesetzt die russische Name. Etwas was hat man darlegt, aber das ist gewähnt die russische Name, aber das ist ein bisschen anders. Und das ist gewähnt richtig, weil die russische Name Die internationale Normen, das ist alles gewesen ähnlich. Weil die Theorie ist gewesen eine Theorie. Und das ist nur das, was ich das gewesen ist. Etliche Werte, was wegen die. Ich weiß, es kann sein, dass das ist, wird sein interessant.
weil danach Lehrstuhl ist gewesen. Es ist gewesen ganz schwer für mich. Ich habe lange gearbeitet, die Programme. Nur ich habe gerade einen Doktorand, mit welchem wir haben geforscht, wie, was für eine Lage ist in Welt, in der Welt. Wir haben gefunden, dass in Amerika, nur in Amerika, ist da zertifizierte für Zivil- Architektur und Ingenieuren 15 Programme. Aber dort nicht gewesen alles. Wahrscheinlich dort nicht gewesen alles. Von, es ist gewesen von Schmoller, also nur 90% Architektur. Was ist das Zivil- Architektur und Ingenieuren? Verstehe ich nicht. Oder Mechaniker vielleicht, Architektur und Ingenieuren. Und dann sei weiter. Also ein Programm wie wir haben doch noch, wie ich habe gesagt, die Architektur und die Konstruktion sind bei uns gewesen. Es gewesen noch ein paar Universitäten, ja? Wir haben mehr wie, ich denke schon jetzt nicht genau, aber mehr wie 40 Programme haben wir geforscht und gesehen. Also die Ideen haben wir schon gehabt und wir haben geguckt, was wir können verbessern oder so weiter. Ist der Doktorand. Und er hat gemacht ein PhD. Und man hat ihn nicht durchgelassen. Ich verstehe, man hat ihn nicht durchgelassen. Das ist gewesen ein sehr seltener Fall. Also ein Mensch soll das zugreifen und man soll ihn nicht durchlassen. Und das ist gewesen mit mir. Ja? Er gewesen, er allein ist gewesen, nicht kein Litwiner. Er ist gewesen ein russischer Mensch. Und ich meine, als ihr versteht, noch verschiedene Typen sind gewesen in der Technischen Universität. Aber nur sie haben geredet, das ist, ich verstehe, das sind nicht Zivilingenieure. Und dafür muss man suchen, wo er kann das verteidigen. Man hat nicht gesagt, das ist alles, das steht nicht im Ganzen. Aber das Fall ist gewesen, das, und für mich ist das gewesen sehr ähnlich, was man getan mit mir, ungefähr 40 Jahre zurück, ja? Weil, das ist okay, aber das ist gewesen als Fall. Ich habe sehr gearbeitet vor ihm und wir haben schon gehabt, nicht eine Sitzung bei uns auf der Bäumfakultät und man hat mir runtergehalten, als sei sie nicht gerecht. Aber der Mensch war allein, hat gesagt, ich will das nicht verteidigen. Ich will nicht. Das Fall ist das gewesen. Und das ist okay, schon. Das ist, ich will sagen, David, jetzt in ganz einer anderen Sache. Ich meine, dass nur Sachen kommen vor bei uns in der Welt. Der Fall, als Menschen, nur Menschen, die versteht, sie meinen, also sie wissen alles. Und der Fall sind sie sehr, versteht, sie nehmen sich vor alles. Und ich verstehe, was weniger der Mensch weiß, das kann er als ein Opton. Aber das ist ein Opton. Ich verstehe. Und noch eine Sache, was ich meine, ist, ich meine, dass zwischen Politikern sehr eine Sache, als eine Menschen bei uns. Ich verstehe. Sie meinen, dass alles ist einfach und das ist, das kann man erledigen. Aber sie tun ab ganz, ganz ernste Sachen und noch den Menschen muss noch verrichten. Und noch eine Sache, was ich sehe, ist, ihr versteht, es ist, in meiner Meinung ist wenig Menschen, welche Tage willen und arbeiten dafür, auf den sie sollen bekommen, solche gute, ernste, qualifizierte Spezialisten. Merste Zoll ist, ihr versteht, das Wichtigste ist nicht der Iker, mit was er vernehmt. Aber vor allem ist das Wichtigste, wer guckt sich in dem Prozess.
Und das ist, nur bei den Politikern, das ist 100% meine, nur, öfter nicht 100, aber danke, 90-100%. Und zwischen Spezialisten ist das echt ganz verspreit. Und das ist unser Tage Unglück, meine ich, Aggressor Unglück in der Welt. Weil ich meine, als ihr versteht, ernste Spezialisten, ernste Menschen, sie sagen keinmal nicht, dass sie wissen alles. Also alle Probleme, sie wissen, wie das kann lösen. Das heißt, das ist Porsche, das ist sehr einfach. Sie zweifeln, sie trachten, sie suchen. Und das ist auch nicht so poschert, wie das dachte. Hier ist das, meine ich, also, ist mit ist in 2016 bin ich weg von der Technischen Universität. Ich bin schon 75 Jahre alt. Und ich bin weg und ich muss euch sagen, also sie haben gesagt, da wusste, das ist gewähnt schon Summe. Und sie haben gesagt, da wusste, haben sie vermacht und sie haben abgestellt, ohne Männer, die spezialisierte Studenten. Ihr versteht? Und die, was sie schon gewähnt angenommen, nun ist die haben geendigt, aber ihr versteht, kein Mai haben sie nicht angenommen. Und ich meine, und jetzt, klagen sie sich, also es ist wenig Studenten. Aber ich habe gearbeitet noch, habe ich sie vorgelegt, an der Musenschaft, an der Brigade, was kennen, Lektions haben in Engels. Und von ganz Welt kommen bei uns Studenten auf die Spezialität. Aber man darf doch arbeiten, man darf sich reden. Hat man das vermacht und später hat man vermacht den Lehrstuhl und das eben. Hier ist unser Zentrum, das Zentrum lebt noch bis heute. Und nach dem Jahr, im August, wird sein 30 Jahre im Zentrum. Und mit Expertise, nun habe ich gesagt, nicht bislang, nun, man kann doch sagen, als heute. Vernehme ich sage, schön, ich habe, aber ich meine, das ist schön, weil es da morgen. Als ich gesagt damit vernehmen. Ich wollte etliche Wörter gesagt, wegen das, was ich vielleicht sage, vernehmen mit der Expertise. Ja? Und mir dann mit allen Arbeitssachen in mein Biografie kennen schön. Entdecken, ja? Mit der Expertise, versteht, ich, für was habe ich gesagt, dass ich habe schon gearbeitet in der Technischen Universität, habe ich gedacht noch, ich habe nicht abgelassen dem Center, ich habe ihm gedacht. Weil das ist eine lebendige Sache, die Expertise ist eine lebendige Sache. Jeden Mal, wenn du nimmst das Projekt, musst du nur versteht, im Kopf hast du kein das nicht im Ganzen. Und es kriegt alles ein Problem und du musst suchen in die Literatur, du musst suchen in die Normen. Und das hilft unterhalten die Formen. Ja? Das muss ich sagen, also, die mit der Expertise von Gebäuden, so wie gesagt, vernommen, schon sehr lang, noch von den Labor, weil wir nach Umfahrung in die Baustelle. Und mit den Projekten habe ich gesagt, umgehend vernehmen, dass dies dann gewann eine staatliche Sache in 1975. Ja, ist gewann also eine Verbäuerei, ist gewann ein Komitee. Und dort ist gewann eine Abteilung, eine staatliche Expertise von Projekten. Ist dann, nun muss ich sagen, als ich habe gehabt, ich meine, also, ich habe nicht gezählt und ich kenne das schon, aber ich meine, also, als will ich nicht kennen, sagt der Monen. Aber ich meine, also, nicht weniger wie 300 oder noch mehr Expertise habe ich abgetan in meinem Leben. Und ich muss euch sagen, dass kein Mal ist nicht gewesen, dass ich soll nicht haben,
keine wichtige Bemerkung. Eben, bei den wichtigen Bemerkungen vielleicht noch schreiben, was ich sehe. Nicht also, wichtig, aber nur, es darf sein in Ordnung und ist einer von der ersten bei mir gewesen, der Monument von dem 9. Fort im Kóvne. Wir haben gehabt, also ein Institut, ein starkes Institut. Nun, sie haben das vorgeprojektiert und wir haben gebeten, nachguckt und das soll sein in Ordnung oder nicht. Nun ist das gewähnt, ganz, ich bin noch gewähnt als ein frischer Experte und ich habe genug gesagt, Schäppenen dort, weil mir hat es noch nicht gedacht. Ich habe geprüft, rechnen und so weiter und ich sehe dort reingeguckt, Eisen sehr viel. Ist dann noch ein Bier bekommen, eine gute Lesung hier von dem, von dem Leiter von der Abteilung, was hat das war. Er sagt mir, du bist gerecht, sagt er. Aber sag mir, sagt er, wie viele Jahre darf stehen auf der Mann allein? Habe ich verstanden, was er hat im Sinn? Er versteht, ist, will ich sagen, also, das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Aber das ist ganz delikat, ja, das ist ganz delikat und ich muss euch sagen, als vor sehr vielen Jahren habe ich gehabt sehr Sachexpertise und am meisten, ich verstehe, du hast Bemerkungen, gehst du weg dem Akt, die Projektanten, sie geben mal Kuck, sie haben bei dem gearbeitet ein Jahr oder ein paar Jahre. Und ich vor ein paar Wochen noch kritisiere das. Ich kenne etwas, was nicht bemerken. Aber uns kann sein, dass sie sind gerecht, nicht ich bin gerecht. Ich selber bekommen das. Dann diskutieren wir, ja, wir treffen Sachen, wir reden. Ist nicht wenig mal gewesen, als ja, wir vielleicht Sachen nach dem Haveren. Weil sie vielleicht mir bedanken und machen, wie das bedarf zu sein. Und so weiter. Ich will sagen, als ihr versteht, das ist wichtig. Und die Expertise, jetzt ist das schon anders, dann ist das gewesen, da staatliche Expertise, jetzt in die freie Elite ist schon da private Firmen, was vornehmen sie damit. Aber das geht nicht allemal, also wie es bedarf zu sein, ja, versteht? Und ich will da sagen, als die ingenieurische Sachen, eben, man bemerkt nicht oder man guckt nicht, wie es bedarf zu sein, ist eben etwas, was ist nicht in Ordnung, kriegt das alles später. Aber ihr versteht, dass was später du bekommst, den Fehler, das kostet das zurechtmachen teuer. Okay. Ist die Expertise vom Projekt, ich habe bis Hand und ich meine, das wird allemal sein, ist sehr eine ernste Sache und sehr wichtige Sache. Nur so würde ich sagen, als ihr versteht, dann schon in dem letzten Zentrum, das ist 1990er Jahren, hat mir dann gegeben, Sachen reparieren in Kleipeder Hafen, Meerhafen, ja. Und dort ist gewesen, nur 50 Jahre schön gestanden, dort die alle Konstruktionen und Keller nicht geguckt, wie und was dort ist. Und noch mehr, sie haben gewählt, dass größere Schiffen sollen da zugehen und man gedacht bei der Vertiefung dem Rhein vor und man hat projektiert wie das machen ist dann noch gewesen ich die staatliche nordstaatliche Expertise
nun geht auch nicht gewählt, sagt er, mitvernehmen, haben sie gebeten, dass sie öfter, wenn ich sage, sagt er, mitvernehmen. Nun, mir gewählt interessant, dass sie gewählt, dann ist er Dachsach von mir. Aber ich sage, mitvernommen. Und ich habe hab gelernt, gelernt und ich habe, ihr versteht, dort haben sie angegeben verschiedene neue, andere Sachen. Das ist ein sehr großes Geld für die Reparierung, das ist teure, teure Bäume. Und einmal hat man benutzt belgische Projektanten, und benutzt eine neue Technologie zum, Vertiefen dem Reingang. Und eine neue Technologie zu verfesten dem Dreck, ja? Und ich hab nicht gewusst, die Technologie. Ich habe gesagt, gegen Lehnen reingenommen in dem. Und ich habe gesehen, dass zu dieser Sache trägt das. Die Technologie allein. Und ich habe sie angeschrieben gleich. Aber versteht, wie ich sage, große Geld gehen und sie haben schön, sie haben wer das wird bauen und sie müssen durchdrehen die Geld und so weiter. Und kurz sagen, wie ist das gewesen? 1,5 Kilometer von Bre, SSR. 1 Kilometer hat gekostet mit Stammen $10,000. Jeder Kilometer. Ist versteht? Und ich sage, das steigt nicht. Und dort gewinnt, was ich fehler bei den Belgen. Ich verstehe, dass ich gewinnt der erste Mal, wenn ich habe getroffen mit der ausländischen Projektfirma und ich sehe, sie haben berechnet nicht richtig. Haben mir sich echt mit sie gestoppt, Englisch habe ich dann im Ganzen nicht geredet. Und mit Übersetzers haben wir ein ganzes halbes Jahr gestoppt, bis sie haben verstanden, also sie sind nicht gerecht. Und auch dem haben wir gut erzählt, ja, vielleicht verschiedene Gesungen zu Neuer und zu anderen Firmen, die belgischen. Aber, ihr versteht, aber die Technologie, haben sie gesagt, ist gut. Nun ist, als man hat schon geendigt, ist die Verwaltung von dem Meerhafen von Kleipede sind gekommen zu mir und sie sagen, schreib unter, es ist alles in Ordnung. Sag ich, nein, ich kann nicht unterschreiben. Ich kann unterschreiben, habe ich sie gesagt, aber wir machen auch seine und seine Prüfungen. Und die Prüfungen werden weisen, aber ich will sehen von den Prüfungen, dass ich sage, da bekommen das, was wir dürfen, werde ich unterschreiben. Ist was man tut, Geld ist größer. Prüfungen, nicht da Geld. Hat man gemacht die Prüfungen und die Prüfungen haben bewiesen, dass sie sich da nicht bekommen, das, was wir da sagen. Aber das alles erledigt und angeschrieben sind mehr wie 100 Seiten auf dem und ich habe sie zugestellt, dass auf einer Sitzung dort in Kleipede. Ist ich versteht, wie man begeht sich. Als man hat Geld, ist kein Seichel, darf man nicht einmal. Ist der, was ist gewesen verantwortlich in dem die Amt von Kleipede? Sagt, nun, was haben wir eine Meinung, sagt er. Das meine ich, eine Meinung, sie haben bestellt. Und sie haben mir bezahlt, wenn ihr versteht. Aber er sagt, also haben wir eine Meinung. Nun, wir sind beraten und wir werden bestimmen, was wir tun. Ihr versteht mich. Und wir werden sie gehen mit der Weg. Und wir werden bald gucken noch an ein Projekt. Und dann sagen wir, siehst du ein bisschen, du wirst sagen, deine Meinung. Und das ist schon gewesen, nicht ich habe das geguckt. Es sind noch gewesen, etliche 100 Meter von dem Breck. Und dieselbe Technologie ist da. Aber der Experte, der neue Experte, sagt, das alles ist in Ordnung.
fragen sie ihn bei mir, nun, was ist deine Meinung? Aber sie gesagt, na, Hauptschutzung. Wie viel habe ich zugestellt? Und das ist meine Meinung. Mit dem wird sein dasselbe. Nachdem bin ich nach Hause gekommen und ich habe sehr mit mir nicht gearbeitet. Aber, David, sie fliegen gekommen und öfter kämen das machen und das sehen. Und öfter kämen das noch als sie machen. Aber sie gesagt, man darf machen ein neues Projekt, machen wie bedarf zu sein. Und dann wird man können machen, das was ihr will. Ist vorbei, ich meine, 15 Jahre hat man gemacht ein neues Projekt. Realisiert hem und dann hat man ihn verdient. Das ist eine Sache. Ich verstehe, das ist nur. Das ist der Leben von einem Experten. Ich will sagen, als Ort, ich weiß nicht, ich gucke dann, wie das ruft sich an. Ich habe geguckt, in Kóvne, ich weiß nicht, ist dort, dass einer von den Wichtigsten, dass er ruft sich an, wieder auflebens. Ihr seht, er ist mit der Tour immer so und so weiter. Ist dort ein Problem. Und meine anderen Kollegen haben das geguckt und sie haben bestimmt, dass man da verabnehmen den Tour. Bei dem Turm darf man herabnehmen, weil er herabfällt. Ist man gekommen bei mir. Rate mir. Tu was nicht ist. Ist nur kurzschreitendig. Ich habe geraten. Ihr kommt in Kopf, das ist er, also steht, weißer, also schöner. Und mit dem Turm. Nur ich habe zugetracht, was man muss dann zu sehen versteifen. Und man hat das getan und er steht, Gott sei Dank. Ne? Ich will beweisen noch ein paar Bilder. Das ist die Oper, ja, in Vilnius. Das hat man gebaut. Da ist geschrieben in 1974, ist in so einem wichtigen Gebäude, pflegen wir von der Labor, das habe ich noch gearbeitet in der Labor, ihr versteht, nur ich habe gemacht die Expertise vom Projekt, von der Konstruktion von dem Projekt. Ist nicht guckendig auf dem, ob wir nach dem Dach geprüft. Dem Riemendach, dem ausgebeuteten Dach, ihr versteht? Wir haben mir das gemacht in dem Fall. Der Plasser Dach. Und dort ist doch da, wo es darf herabrinnen, der Wasser. Haben wir das verstopft. Haben gegossen Wasser. Und gemossen unten die Spannungen. Und wie viel das setzt sich. Und das ist ganz einfach für uns, weil in anderen Fällen ne, muss man das mit Ziegel, mit Blocken, mit noch verschiedenen, mit der Kran, das alles unloaden. Und dann prüfst du das aus. Das ist eine interessante Sache gewesen. Und ich bin gewesen auf die Hoffnung von dem Opera, aber mir hat man eingeladen, nicht mir hat man eingeladen. Das hat man eingeladen, dem, ihr wisst, hat mit der Firma, hat sich vernommen, einer also von dem Leningrader Projektinstitut, also ich, Gershonok, Rafael Aronovich, ist er gewesen, ist sein Bruder, Salomon Gershonok. Hat gebaut da in Vilnius zwei Brücken. Ist vielleicht auch gekommen zu fahren. Und er ist gewesen dort, ist gewesen die Öffnung. Und er hat bekommen die Einladung für zwei Personen. Hat er mir mitgenommen dort. Sein dort gewesen.
Nu, o der jetzt alle wissen schon wegen die Gebäude, dass ich gesagt, ein Schnippischek bescheiden mit dem Elzen in Litte, in Vilne, ja. Und ich will euch sagen, das ist ein Gebäude geworden in 1971. Und David, ich habe da echt zugelegte Hand zum Bau. Was habe ich getan? Mir, ich verstehe, die Konstruktion von dem Dach ist gewesen, ist auf mir, unser Labor, unsere Abteilung, wir haben Anteil genommen in Bäumen und nachdem ein Stück vom Dach haben wir echt angeladen mit Blocken und mit verschiedenen und geguckt zu das Halt, so das ist in Ordnung. Nun ist das ich, für mich das dann gewesen interessant, aber das gewollt, David. Ich habe nicht gewusst, was für ein Ort das ist. Aber ich muss euch sagen, als mein Freund ist ein Wilner, ist noch früher hat mein Gebäude dem Stadion Jalgiris. Er ist doch echt ein Gebäude auf dem Beseelen. Vielleicht sie gehen in Schul zu Fuß durch einen grünen Brick. Ist vielleicht sie durchgehen, weil es nur das ist gewähnter Gang. Was ich gesehen, das sind Beine, das ist gewähnt schrecklich. Aber man hat das Gebäude. Und als Megman. Ich will. Jetzt weisen noch etliche Fotos, welche ich habe, wahrscheinlich zu dem, was ich habe früher gehört, was ich habe gewiesen nach kleinem Bild von der jüdischen Schule. Ja? Und da ist ein größerer Bild, ich habe ihn bekommen von meinem Bruder. Das ist mein Bruders Klasse in der jüdischen Schule, aber da sind da eine Sache Lehrer, wie ihr seht. Da sitzen, das ist der Direktor, in meiner Klasse ist er allein da gewesen, auf dem Foto, habe ich gedacht. Und da ist er da, der neben ihm sitzt Chaim Jelins Frau, sie hat uns gelernt Musik. Nachdem geht Helene Hatzkelis, den welchem wir haben schon eingeredet. Weiter sitzt dem Direktor Gärtners Frau. Sie hat uns gelernt Litwisch. Und noch weiter sitzt Berl London. Er vielleicht lernen Historie oder Geografie, ich denke schon. Und er gewann der Leiter, jeder Klasse hat doch gehört von den Lehrern etwas, ein Aufseher, ja, ist auf Leber London, ist gewann das der. Nur mein Bruder ist der Dritte, was von Danet ist der Dritte, das ist mein Bruder. Ich meine, das ist ein vierter Klasse. Da waren mehr Lehrer dort gewann und da waren das seien alle, ich habe doch gefragt, ja. Wie ist das gewesen? Als es gewesen auf Fidesz, weil alle Lehrer sind gewesen. Ja. Nun, und dem Foto will ich verweisen, David, da bin ich mit meinen drei Einiglach. Nun, ich sage drei, wir machen nicht keinen Unterschied. Zwei andere seinen, das hat meine Tochter sei geboren, ja, und der ist Genes, ihr zweitens Mann. Aber alle sind sich ausgeordnet bei meiner Tochter. Ist Mod, sie seinen Tag alle fünf Jahre. Der Älteste ist Nathan. Nach dem in fünf Jahren herum hat sich gewissen Fime. Und Daniel ist der Jüngste. Ich habe schon gesagt, er ist 23 Jahre alt. Ja. Das will ich beweisen, ich habe schon ureiniglich David. Das ist meine Tochter.
mit dem älteren Ureniku, das heißt, dass Nathan ist in Kassel geht und er hat schon in Woche rum, nur mit ein bisschen, wird er 6 Jahre, das ist Salomon, und sie sitzen in meinem Arbeitszimmer. Da kann man sehen, dass er ist ganz schmaler, aber das ist bei mir. Bei mir lebt mein Arbeitstisch. Und das will ich weisen, das ist das erste Mal in meiner Sprache, David, als 4 Drohnen, ja, das ist richtig. 4 Deres, ja. 4 Deres, ja. Leben nur zusammen. Wir sind alle lebendig. Das bin ich, das ist meine Tochter, das ist mein Ureinikel Salomon, das ist Nathan. Ist das interessant? Und Gott sei Dank, wir sind alle gesund, alle zusammen. Nur ich habe nicht gewiesen, mein Freund, das ist sie und das ist ein Unterschied. Wie heißt sie genau? Sie heißt Jelena. Das ist in unser Sort, das ist unsere Blumen, sie vernehmen sich mit Blumen und sie ist doch, wir haben gelernt zusammen, ich habe immer gewesen, dann auf dem Foto im Institut, sie ist eigentlich ein Ingenieur. Aber ihr wisst, ich meine, es ist wenig, nicht nur Blumen, aber Groslach, welche Namen sie in Latein weiß sie nicht. Das ist hier noch, da setzt es auch besser. Ich muss sagen, das Verdiensten dieser Christliche, aber sie hat Verdiensten für die jüdische Kirche nicht kein Kleinige. Sie hat sich vernommen mit Denkmalen, die ganze Zeit mit alten Gebäuden. Und sie hat geprojektiert nicht wenig Synagogen, was man repariert. Da in Vilnius ist die Avgelu, ganz ist das hier. Und in Vilnius ist Assardo, die Präsidentur als und dann Gedmino Park, wo das ist. Und Assach in ganz Lite, sie ist ernster Spezialist in ihrer Fach. Aber das ist der kleinste Ureinikel meiner, das ist Itzchok, er ist angerufen nach meinem Vater. Nur er wird, in einer Woche rum. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Nur noch ein Bild will ich euch weisen. Ich habe gesagt, dass ich habe gefunden mein Schwesterkind, mein Bruder, ja, von Papes Schwesters Seite. Das ist ihr Sohn, was ist geboren in 1943, schon in Palästina. Ist das in Erz Israel, in Haife, auf dem Merpeset bei meinem Bruder. Das sind wir alle drei, mein Bruder, ich und der was mein Nonter ist ein großen Dank, David. Ja, ich will nur überfragen, es ist gewesen ein technisches Problem, bloß bei 2-3 Minuten. Die 2-3 Minuten ist gewesen, seit mir mehr, das ist gewesen mein Schuld, wenn ihr erzählt, wie euer Freund vielleicht da durchgehen, dem Jalgeris. Das öfter die 2-3 Minuten könnt ihr noch einmal schildern, wie ihr seid geworden, was tut sich, was es gewesen ist. No, gut. No, ich kann nicht sagen, genau, wenn das ist gewesen, aber sie ist noch gelernt in Mittelschule. Und die Mittelschule ist gewesen dann auf die damals die Tschernichowske Platz, wo steht die Gebäude von der Regierung Hand, ja, und das ist Kudirkos Platz, ja, Hand, ist das gewesen ihre Schule, Flexigen, nur von Firmune, ja,
Plötzlich durch ein Schalger dem Stadion, durch einen grünen Brick, zu Fuß jeden Tag in Schule. Hat man gebaut dem Stadion, da? Und das hat man gebaut, das gewesen die sowjetische Zeiten. Ist das gewesen ganz schrecklich. Nun, vor hier ist es gewesen am Mädelle. Und es haben sie gewählt gehabt, Beine. Und wie ist das auf Jiddisch? Череп, Шармс. Sie hat gesagt, dass bei ihr in Klasse ist gewesen einer Schüler, Aid, danke, was fleckt sei Kleiben, ja, und er fleckt von Lehm, nachdem machen Skulptur. Und das sie gewesen auf der Territorie von Jardin. Ja. Ja, no, das ist gewesen, auf die, ihr wisst, Žalgiris steht jetzt und der Sportrummel, was ich habe gewesen, ja, meine ich als inzwischen. Ja, inzwischen hat was ist gewesen, ein Wegerle? Ja, dort ist da ein Gast. Ein Wegerle, ein Gast. Es dort haben sich bewiesen Schaden. Ja, und eine Sache. In welchen Jahren ungefähr, nicht in neuen Jahren? Ich meine, das ist gewesen in den 50. In den 50er Jahren. Ich meine, als in den 53. Jahren, das habe ich das gehört. Ja, danke.